Hohes Präsidium, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, sehr geehrte Damen und Herren. 2017 haben wir aus Überzeugung und mit Leidenschaft für einen Politikwechsel in Nordrhein-Westfalen geworben. Wir haben mit unseren Argumenten, mit unserem Wahlkampf die Menschen hier im Land erreicht. Wir haben am Ende ein Rekordergebnis eingefahren und haben uns danach an die Arbeit gemacht und den Politikwechsel in diesem Land umgesetzt. Stichworte sind G9, sind der Erhalt der Förderschulen, sind die Einführung des Schulfaches Wirtschaft, sind das Abschaffen von Schreiben nach Hören, ist die Rettung unglaublich vieler Kindergärten, ist die Entfesselung der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen, ist eine solide Finanzpolitik, die es hier früher im Land nicht gab, ist ein Polizeigesetz, das wirklich die richtige Balance zwischen Sicherheit und Freiheit hat. Und die Westfälischen Nachrichten schrieben auf Seite 1 im Titel: Die FDP in Nordrhein-Westfalen steht für anständige Sozialpolitik. Das ist eine besondere Eigenschaft der Liberalen in Nordrhein-Westfalen, die es so woanders nicht gibt. In der Corona-Krise haben wir gemeinsam für Freiheit gekämpft, haben uns dafür eingesetzt, für verantwortungsvolle Öffnung, für rasche Lösungen. Und die Westfälischen Nachrichten titelten auf Seite 1: FDP setzt Armin Laschet unter Druck. Das haben wir getan in aller Freundschaft für ein gutes Ergebnis und haben uns dabei durchgesetzt. Die Menschen in unserem Land haben erkannt, dass es sich lohnt, wieder für Freiheit zu kämpfen und dass Freiheit nicht selbstverständlich ist. Und die Mission der FDP ist im nächsten Jahr nicht beendet. Es gibt noch unfassbar viel zu tun. Im Jahre 2022 wird vermutlich die Nachhaltigkeit besonders im Fokus stehen. Und die Grünen setzen bei Nachhaltigkeit ziemlich einseitig auf Klimaschutz. Ich werbe sehr für liberale Nachhaltigkeit, für Klimaschutz, für die Sicherung von Arbeitsplätzen und Wohlstand und für den Erhalt der sozialen Standards in unserem Land. Nur mit diesem Dreiklang können wir erfolgreich sein und können die Menschen in Europa und auf der ganzen Welt davon überzeugen, dass sie uns bei diesem schweren Weg folgen werden. Nur dieser Dreiklang führt am Ende zum Erfolg. Mein Name ist Christoph Rasche. Ich bin Fraktionsvorsitzender dieser stolzen FDP im Nordrhein-Westfälischen Landtag. Meine Leidenschaft ist unter anderem die Kommunalpolitik. In meinem Wahlkreis im September letzten Jahres konnte ich 33% einfahren. Genau das habe ich auch bei der Landtagswahl vor. Ich möchte Sie bei der Landtagswahl unterstützen, damit wir gemeinsam ein weiteres Rekordergebnis einfahren werden. Und heute bitte ich Sie, mich zu unterstützen bei dieser Wahl. Herzlichen Dank.